Moin Babus, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Gran Turismo. Heute heute in Tokio. Der Odin fährt den Chevrolet und ich fahre auch den Chevrolet. Natürlich zwei unterschiedliche, wie man sieht. So, und ich gehe schon mal rüber. Scheiße. Ich wusste zwar, dass es kommt, aber ich dachte, man hat bessere Bremsleistung. Ich glaube, von 200 kannst du... Ich hab doch gedrückt! Ja. So. Und eventuell sind jetzt schon unsere Videos monetarisiert, um mal darauf zurückzukommen, was wir letztes Mal gesagt haben. Ja. Das einzige Problem, was uns eigentlich noch daran gehindert hat, oder was uns zur Zeit, zum jetzigen Zeitpunkt noch daran hindert, ist das Konto. Wir müssen halt noch ein Konto machen. Und dann geht es sofort los eigentlich. Und, ja. Ich meine, wir müssen ja nicht mal jemanden finden, der Werbung schalten will. Das macht er einfach automatisch. Ja, ja. Ja. Wie gesagt, der YouTube bestimmt, was für Werbung geschalten wird, habe ich ja schon letztes Mal angesprochen. Lull, ich mach die Map. Ist cool, die hat. Aber vielleicht nicht so wie schnell. Wie Hallenfußball, einfach gegen Bande dreschen. Wenn wir vielleicht nicht ganz so schnell fahren können, können wir jetzt kommen. Ich find's möglich. Man gibt hier, gibt übrigens auch ein Easter Egg. Für irgendwo auf der Karte, irgendwo auf allen Karten ist irgendwo ein blauer Reifenstapel, wenn ihr irgendwas kriegst, einen Erfolg. Bringt's das? Also Achievement hier im PS nicht. Achievement ist halt ein Erfolg. Weil wir das Prinzip haben oder nicht haben. Ja, Grunde genommen ist PS3 auch nicht mehr so aktiv, dass mir da viel bringen würde, aber. Früher war das ja noch ganz cool, da konntest du mal durchchecken, was die anderen für Trophäen hatten. Und hier habe ich zum Glück Nitro. Das ist ja schön, dass er das hat. Das heißt schon mal Free Lose? Nee, ich habe Nitro für 4 Runden und nicht für 6. Musste halt einteilen. Oh, das war gut. Jetzt kann ich jetzt aufholen. Woll, geht doch rein, Kurven. Wollt mich noch rammen, ne? Ich wollte mal fett hier rein. Ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren, weil das war gerade scheiße von mir. Es kommt auch mal bald ein Experiment. Video. Nein. Nein, du weißt nicht, was ich meine. Zu Gran Turismo. Vielleicht ist es dieses Video sogar schon. Muss halt mal gucken. Und das merkt man eigentlich, wenn es Experimentvideo ist. Das erkennt man den Unterschied zu den anderen Gran Turismo Videos. Also auf jeden Fall ein Gran Turismo Video, so kann ich sagen. Das ist nur hier in dem Spiel möglich. So, ihr zieht immer nach den Kurven, zieht immer so an mir vorbei. Keine Ahnung warum, aber macht es. Vielleicht gute Spieler. Nur Endgeschwindigkeit. Das können die guten Spieler. Sicher. Das war leicht gefailt natürlich, aber ich habe mich nicht überdreht. Und brennen. Hier sieht man auch das. Wo ich mich nach das kommt. Chaos, was du angerichtet hast. So kaum war das jetzt. Müssen wir auf meinen Kopfbildschirm konzentrieren, ja. Ich guck mal nach oben. Dann will er mich wegkommen. Er kommt nicht an mir vorbei. Keine Angst, komm nicht. Alter, ich merk's die ganze Zeit, jetzt kann er an mir vorbeiziehen. Wenn ich natürlich vorbeilasse. Das ist eine Sache. Ja gut. Sag mal, du hast mich vorbeigelassen. Nee, sag mal einfach mal, du hattest Nitro. So, ich sag mal so wie es ist. Sagen wir mal, du hast Windschatten. Jawohl, knallt dann die Planke. Und ich fliege nochmal. Oh, irgendwie sieht deine aus von der Seite wie ein. Sie? Erdenkönig, genau. An der Seite. Aber ich glaube nur, weil er so zerrammt und zerkratzt. Der wollte gerade sagen, nur weil er so zerrammt und zerkratzt ist. Ich hab schon übel oft Erdenkönige gesehen, vor allem in Österreich. Auf der Autobahn. So, ihr rammt mich, das kotzt mich ein bisschen an, dass mich jetzt auf dieser Strecke so oft rammt. Na, die ist halt so eng, muss ich halt irgendwie. Weil ich kann mir den Auto eigentlich auch nicht abbremsen, das hat schlechte Bremsen. Muss mal ölen. An dem kannst du ja nicht liegen, das hat keinen Spaß.
Ach ja, jetzt hab ich's gut. Ach ja, waren wir letztens in der Stadt. Genau, waren wir letztens in der Stadt. Und da war so einer mit Moped. Ja? Ja. So ein älterer Mann mit Moped, so DDR-Roller und so, kennt er ja, mit so. Ach, so einem Helm. Auf jeden Fall, der hält er so an der Kreuze an und hat es erstmal übel quietschen. Und ich sagte zum Armann, der sollte vielleicht mal Öl an der Reifen, an der Bremse reinmachen. Und er sagt, na komm, kannst du erzählen. Na, wie gerade? Am Öl kannst du biegen, jetzt kommst du dran. Oh, geil. Ah, immer wieder schön. Ob was ich nicht in die Box reinfahre. Ich bin vor uns ja, glaube ich, misslich in die Box reingefahren. Also in der letzten Folge. Ja, genau. Eure Sicht. Jetzt haben wir uns verraten. Ja. Jetzt kommt gleich wieder Arm wieder schön reinbrettert. Aber ich habe immer so den Abbremsmoment gefunden. Jawohl! Schau da, Abbremsung! Ich war von 200 auf 0. Danke fürs Abbremsen, vor allem ich hab noch nicht gedreht. Ich hatte einfach jetzt die Hoffnung, dass du noch nicht reinziehst, das auch passiert. Bringt mir zwar nicht viel, weil du jetzt hier wieder aufholst, den Kurven. Weil ich einfach bessere Kurvenwagenfahrer bin. Kurvenwagenfahrer? Das ist ein neues Wort. Ja. Und weil ich einfach ABS 7 habe, weil ich da immer drauf achte. Weil Amma hat gesagt, wir fahren in der Stadt und Stadt sind meistens Kurven. Ich habe es eigentlich immer konstant auf 5. So ein Mittelwert finde ich eigentlich ganz gut. Weil ich mal auch umpassen sollte, viele Streckenarten umändern soll. Ja, ich mach's immer so deswegen. Da haben wir übrigens auch das Strafgesetzbuch kennengelernt, haben wir wieder festgestellt, wie ausgeklügelt unser Rechtssystem ist. Oder wir haben einfach heute einen fucking Wirtschaftsrechtslehrer mal wieder kennengelernt, wie dumm der ist. Ja, Amon? Ja. Na, darauf will ich gerade gar nicht hinaus. Eigentlich auch unser Strafgesetzbuch raus. Wo ich mir wieder gezeigt habe, wie ausgeklügelt unser Rechtssystem ist. Dass du für Misshandlung 3 Monate Freiheitsstrafe bis 5 Jahre bekommst. Aber wenn du Hex bekommst, du gleich 5 Jahre. Eine Misshandlung ist ja nicht Vergewaltigung. Das war Vergewaltigung. Ich meine damit Vergewaltigung. Du musst schon Vergewaltigung sagen, weil von Minderjährigen. Stand da. Oder wenn man hier Kinderhandel macht, kannst du mit 6 Monaten bis 4 Jahre rechnen. Ist auf jeden Fall ausgeglichen im Gegensatz zu Hacken. Hacken musst du gleich 5 Jahre, ist auf jeden Fall die schlimmere Zeit. Ja, weil die ESL-Bosse, die müssen sich ja hier, die dürfen ja nicht abgeschossen werden. Guck mal, hier habe ich sogar ohne Nichtsbau, habe ich die aufgeholt. Dann spare ich mich nur letzte Runde. Kann Ui halt aufholen. Oder nicht. Oh, das war mal super toll, das war ja... Freut Ui in sich, dass er keinen Kampf hat. Das war ja i-typisch, war das ja. Und für Beleidigungen, da waren es 1 bis 2, okay, jetzt habe ich verloren. War es 1 bis 2 Jahre, die man bekommt, auf jeden Fall ausgeglichen. 1 Jahr Minimum, bei Vergewaltigung 3 Monate, Minimum. Kann ich mal ganz gut. Ist halt ausgeglichen. Beleidigung ist halt das Schlimmere. Ist doch so. Kurz nicht auf einen dicken Bus dumm machen, wie es in die Gewichte hochhebt. Hier ist noch ein bisschen Stille. Ja. Lass mal verkraften, was der Organisier gesagt hat. Gewichte knallen lassen. Aber heute ist ja nicht der Gürtel Main da normalerweise. Dürft doch nicht da. Nee, heute ist er nicht da. Der ist immer da, wenn wir Beine machen. Genau. Nee. Brust. Brust. Das ist so ein Typi. Soll ich erzählen oder willst du erzählen? Erzähl du. Auf jeden Fall. Der hat immer so einen Gürtel. Also so sich den Gürtel umgeschnallt, so richtig, immer richtig fest. Das sieht einfach nicht gesund aus, wie der. Ja, für was ist der Gürtel nochmal da? Ich weiß nicht. Zur Stabilisierung. Weil was fehlt? Weil Rückenmuskulatur fehlt. Und auf jeden Fall, der tut sich immer so richtig krass. Geh immer so. Wir lassen immer Gewichte knallen. Aber wirklich richtig laut und dreh ich das mal alle zu ihnen um, dann lass mich so. Dann lass du die Muskeln spülen. Ja, aufgepumpt, wenn du mit der Nadel reinstichst, platzen sie. Ja, das ist schon mal ganz amüsant. Was da für Deppen manchmal rumlaufen. Dann schaff ich's nicht. Ich hab sie gut genommen, die Kurve.
Also ja, für die Verhältnisse ja, schon. Für die Verhältnisse habe ich es gut genommen. Bin halt durchgekommen. Ich glaube, ich habe gerade gehupt aus Versehen. Gehupt? Macht man das? Irgendwas reindrücken für meine Knöbel. Irgendwas reindrücken, eigentlich weiß ich, was es sein. Jetzt wird der Uli wahrscheinlich die ganze Zeit der Aufnahme zuhupen. Nee, ich sehe ja. Da habe ich Licht ein, das kann ich gerade nicht an. Also ist die andere Taste, dann hupe ich gerade. Ist gut, Uli, du musst jetzt nicht die ganze Zeit hupen. Wahrscheinlich hält es eh nicht durch, wahrscheinlich hupe ich eh nicht. Auf jeden Fall ist es wieder eine spannende Runde, weil Amma hat immer noch Sneak Tour, das ist so Ignite Toplane mäßig. Oh fuck. Ich wollte wirklich mal wissen, was war heute eigentlich mit den Pilzen los? Willst du das mal erzählen? Welche Pilze? Schickst du Fidget? Ach so. Ja, es war schon mal so ein öster Bug. Das kann ich aber eigentlich nicht so gut. Ach doch, 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 klar. Also ich muss dazu sagen, ich habe ein iPhone. Und meine ganze Familie ist ja also Apple fixiert, so ist ja eigentlich auch wurscht. Aber auf jeden Fall muss man sich ja, haben wir so eine Familiencloud und immer wenn ich irgendwie einen scheiß Kauf tätigen will, muss ich erst eine Bestätigung einfordern, dass es von Apple so gemacht, keine Ahnung warum. Auf jeden Fall, ich spiele das Game Shakes and Fidget und da gibt es halt so diverse Pilze, sag ich mal so, aus Just for Fun. Muss ich mal Pilze holen wieder und unsere Gilde reinspenden. Machen wir es übrigens, oh schade! Machen wir es übrigens noch zu Ende. Und da muss halt auf den Shop drauf gehen und dann die Bestätigung anfordern. Das Problem ist halt, nachdem die Bestätigung angefordert ist, bin ich rausgegangen und mein Vater hat eine Bestätigung angenommen, habe ich 5 Euro verloren, weil ich ging halt nicht, mir wurde das Geld nicht, mir wurden die Pilze nicht zugeschrieben, ich weiß auch nicht warum. Naja, 5 Euro, sei es drum, ist jetzt wurscht. Gut, dann würde ich sagen, es war ja nochmal spannend, habe versucht mit Dietro wieder was rauszuholen. Aber dann hat es doch nicht gereicht. Hat der Uli souverän gelöst. Hier sieht man auch nochmal die Autos, was ist die diesmal für welches sind. Hier sieht man immer die Marke. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.